Was geht ab, Leute? Ich bin hier mit dem wunderbaren Bandheads. Mein Name ist AJ. Wir sind hier bei Mami, I'm Sorry. Und wir beantworten euch eure Fragen zum Thema Microrealism heute. Was ist Microrealism? Microrealism ist halt kleine, feine Tattoos, die mit den feinsten Nadeln, die es wirklich gibt, tätowiert werden. AJ hat ein paar. Das eine oder andere. Ja. Also super feine, kleine, realistische Tattoos. Was gibt es für Realismus-Kategorien? Es gibt super Hyper-Realismus-Sachen und dann gibt es halt noch so Oldschool-Realismus, auch wo viele große Rosen gemacht werden. Ich glaube, also das, was wir vor 10 Jahren noch so richtig als Realismus bezeichnet haben, würden wir heute als Oldschool. Oh, so cute! Bezeichnen, ja. Weil damals war Realismus einfach noch neu und du hattest es noch gar nicht. Das war aber in der Regel, hast du schon immer so circa gearbeitet. Mindestens. Ne? So, und jetzt wurde das halt mit der Zeit immer kleiner, feiner, krasser und das hat eine neue Sparte gebraucht, Microrealism. Ja. Aber mit Hyperrealism hast du halt vor allem in Farbe. Genau, da sieht man den Kontrast halt Dingern, noch krasser. So richtig, richtig krass. Das ist schon wie ein Gemälde aussieht, ja, am Ende oder halt wie ein wirkliches Foto. Es ist wie mit allem heutzutage, du hast von allem so zig Millionen Unternischen, wenn du willst, und kannst da nochmal ein bisschen genauer bezeichnen. Aber was wir hier unter Realismus verstehen, beziehungsweise was Artists wie Ben und andere Artists, die hierher kommen, machen, ist eher Microrealism, ja, weil wir in so einer Größe arbeiten. Ist auch eine ganz andere Technik, die du verwendest dann. Komplett. Also nicht nur Technik, auch die Feinheiten. Also gerade die Bilder sind ja nie wirklich perfekt, wo du alle Details siehst. Die kriegst du teils auf kleine Bilder besser hin, weil die Details dann doch mehr im Fokus sind oder mehr rauskommen als bei großen Sachen. Da verlieren sie sich irgendwie. Es gibt Artists, die sind spezialisiert eben auf so größere Realismus-Sachen. Es gibt Artists wie du, die spezialisiert und krass sind in diesen kleinen Sachen. Dann habe ich mir mal Tattoos von Artists angeschaut, die zum Beispiel auch auf Microrealism spezialisiert sind und große Sachen gemacht haben. Die sahen dann nicht so ganz perfekt aus. Da hast du mir dann auch gesagt, so, ey, das liegt einfach daran, dass man anders tätowiert. Also bei kleinen Sachen machst du viel mit Neinser und mit Elver Magnum. Da gehst du ganz anders in die Haut rein. Du drehst die Nadel ein bisschen weiter raus. Bei kleineren Sachen gehst du nicht tiefer rein, aber du bist oberflächlicher und schattierst so, tust du. Man geht einfach öfters drüber. Ja, ja, ja. Und bei großen Sachen drehst du die Nadel nicht ganz so weit drauf, gehst aber bis zum Griffstück runter und schattierst sie dann in die Haut rein. Es hat einfach einen anderen Charme am Ende und du kannst nicht so genau arbeiten damit. Das heißt, wenn du es nicht gewohnt bist, große Sachen zu machen, und eher kleine Sachen machst, voll, dann wird es schwieriger. Voll. Crazy shit. Das ganze Universum für sich einfach. Ja. Gibt es Unterschiede bei der Pflege der Tattoos? Es ist stellenweise unterschiedlich. Also ich finde eher, jede Stelle muss anders gepflegt werden. So Stellen, wo wenig Belastung kommt, wie zum Beispiel Unterarm, da ist die größte Belastung T-Shirt oder Pullover an- und ausziehen. Da ist halt komplett anders, wie wenn eine Beuge drin ist. Weil da bildet sich doch ein bisschen mehr Schweiß, da muss man doch ein bisschen mehr pflegen und man darf den Arm nicht so arg bewegen. Man kommt halt auf Stellen wie Rücken, wo es halt schwieriger ist zu pflegen und man darf halt die Haut auch nicht so oft strecken und dehnen. Der krassere Unterschied kommt dann eher bei Schwarz-Grau und Farbe, weil bei Farbe einfach deine Haut nochmal viel mehr belastet ist und dann das Ganze ein bisschen gesättigter tätowiert wurde. Mehr, und mehr Fläche. Viel mehr Wundwasser entsteht. Jetzt bei dem Zebra hier, das mir Ben gestochen hat, wir haben dazu auch ein Video, Mami, I'm Sorry, Tattoo Aftercare, da sieht man, dass da kaum Wundwasser unter der Folie entsteht, weil es eben doch auch sehr oberflächlich tätowiert wird. Und bei den großen Sachen hast du ja teilweise auch so viel schwarze Flächen. Auch viel Farbe. Das ist ja genauso wie mit Weiß. Wenn du Weiß reingehst, gehst du schon ein bisschen satter rein in die Haut und du verletzt die Haut einfach viel mehr. So ist es auch bei Farbe. Du musst einfach ein bisschen stärker reingehen und du füllst auch viel schneller, als wenn du beim Schattieren bei feinen Sachen tust mehr schichtenweise arbeiten. Und beim Füllen tust du halt wirklich kurz reinballern, die Farbe. Dadurch verletzt du die Haut mehr und es fängt mehr an zu bluten und es kann an der Heilung doch sich eine dicke Kruste bilden. Dann muss man halt noch mehr cremen. Und vor allem halt bei Microrealism ist die Pflege an sich oder die sorgfältige Pflege sehr wichtig, weil wenn du jetzt ein Linework-Tattoo hast und da geht eine Linie raus oder ist nicht ganz so top drin, dann fällt das zwar auf, ist aber okay. Ne? Wenn du jetzt in einem kleinen Gesicht irgendwie einen Fehler durch die Heilung drin hast, dann ist halt schnell die Perspektive voll am Arsch voll, oder man erkennt die Person nicht wieder. Deswegen, da musst du ganz besonders drauf achten. Wer bei Mommy I'm Sorry sticht, Microrealism? Also ich mache meistens, also eigentlich nur Porträts und Tierporträts. Mrs. Lowe, Nico. Ja.
Nico macht auch sehr viel Realistik. Der hat ja so einen Mix aus Linework, so Realismus, immer mit so Microrealism-Anteil drin. Und dann drin. Halt noch die 10.000 Gäste, die immer kommen. Ja, man. Ein paar koreanische Guest-Artists haben wir, die krassen Microrealism-Stechen. Aber da ist es halt wirklich Farbe. Da sind die wirklich krank im Farbrealismus. Ja, man. Wer überraschenderweise auch richtig geile Microrealism-Sachen gemacht hat, war Dave Paulo, der eigentlich so diese riesigen Farbsachen gemacht hat. Der hat ja seine Mini-Dave Micro-Paulo. Micro-Paulo, ja. Ja. Die waren cool, ja. Das hat er richtig geil gemacht. Und ansonsten, hey, wir haben jede Woche krasse Artists da, die Microrealism stechen. Das stimmt, ja. Heavy shit. Alan Inc. hat, boah, dieser Chris Brown, den sie gemacht hat, war crazy, man. Auf wen ich auch noch richtig gespannt bin mit so Microrealism. Ich glaube, dieser 92 Blueprint. Blueprint? Ja, genau. Ja. So was krass Mikrorealismus angeht, irgendwie wird die Sparte immer kleiner. Also von den krassen Künstlern. Mhm. Also es war so eine Zeit, wo auch voll viele waren. Aber die Leute werden immer besser und dieser Kreis ist halt viel kleiner geworden als bei Big Realism. Ja, wenn sich halt viel weniger drauf so richtig spezialisiert haben und bis zum Ende durchgefuchst haben. Was jetzt gerade extrem kommt, sind halt diese Linework-Geschichten, der so Mix. Oscar. Ja. Worauf muss man bei der Motivauswahl achten? Also das Allerwichtigste ist Kontrast im Bild. Also wirklich, dass man helle und dunkle, gerade bei Hunden ist es wirklich sehr oft der Fall, dass die Leute dann doch ein Foto, also es kann auch mit dem Handy geschossen werden. Nur die Qualität ist schon wichtig, dass man so ein bisschen Details sieht. Und Kontraste, so wenn du ihn irgendwo im Wohnzimmer mit Licht aus fotografierst und er ist halt schon dunkel, dann hast du keine Kontraste. Deswegen immer rausgehen, doch irgendwie versuchen ein paar Fotos zu machen, schlimmsten Fall einfach einen Fotografen organisieren. Das Thema haben wir hier jeden Tag mit allen Artists, weil unser Booking-Team natürlich eure Fotos bekommt, an die Artists weiterleitet, sich das zusammen anschauen, die Artists dann sagen, oh nein, du musst das so machen, so ein Foto brauchen wir. Deswegen, ein Foto ist halt super, super wichtig für ein geiles Tattoo. Und bei Promis einfach die Auswahl den Tätowierer lassen, der sucht sich einfach das beste Bild für die besten Kontraste raus. Was ist die beste Stelle für ein Microrealism-Tattoo? Immer Unterarm, egal was. Das ist tatsächlich die beste Stelle, Frau oder Mann, da sind einfach die wenigsten Haare, die drüber wachsen können. Und die Stelle ist einfach von der Haut her sehr, sehr gut. Die ist nicht so arg strapaziert wie ein Oberarm, weil ständig Sonne und Reibung entsteht. Fragen wir umgekehrt, was ist die schlechteste Stelle, die man machen kann? Ungeschickteste Stelle? Ja, so wie Achsel, wenn man sowas geht. Es gibt eigentlich keine so richtig schlechte Stelle. Ich finde, bei Männern ist Oberschenkel ist dann schon eine schwierige Stelle. Durch das Rasieren nochmal ist die Haut dann immer so extrem gereizt. Und es kommt von Person zu Person an. Also gerade manche Leute haben dann so kleine Punkte hinten, da ist es ein bisschen schwieriger dann. Wenn du Hautunreinheiten hast oder an sich, die Haut ist ja unterschiedlich. Ja. Oder Behaarung natürlich auch unterschiedlich. Behaarung würde ich dann sagen, wenn jemand wirklich ein Sleeve möchte oder so. Am besten den Arm immer trimmen, dann sehen die Tattoos auch immer wieder frisch aus. Ansonsten durch die Haare wirken die immer so ein bisschen matt. Ich trimme ja auch immer meine Haare manchmal. Das ist das Beste. Ja, also du hast ja sowieso blonde Haare, da geht's. Aber wenn du wirklich so dichtes Haar, dann hilft nicht mal trimmen oder rasieren. Wie läuft es ab, wenn ich ein Microrealism Sleeve möchte? Am besten eine Idee haben oder mehrere Ideen, die man zusammen verbinden kann. Und ich würde bei sowas, also gerade so Realismus mit dem Sleeve, würde ich eher viele Schriften zum Beispiel mit reinnehmen und so, dass nicht alles nur Realismus ist. So wie bei dir auf der Arm, du hast ja auch so einen Mix, du hast viel Realismus drin. Aber du hast auch viele Schriften und so kleine Details. Damit es einfach auch nicht überladen ist, ne? So ist es. Also du hast hier so ein bisschen Linework, du hast ein bisschen leere Flächen. Wenn du jetzt Porträt heften würdest, dann wird es viel. Ich finde es auch cooler, wenn du mal einen Kasten, mal so einen runden, du hast ja auch hinten hast du auch so eine Ellipsenmäßig. Also mein Arm ist halt so entstanden, dass ich einfach mit einem angefangen habe und dann immer mehr hinzugefügt habe und dann jeder Artist sich irgendwo noch eine Lücke gesucht hat. Wenn du jetzt so von vornherein bei einem Artist sagst, okay, ich will den ganzen Arm haben. Kann man schon mal besser durchplanen. Ja, dann kann man sich verschiedene Themen, Bilder zusammensuchen und dann halt auch auf dem Arm zusammenstellen, sich zusammensetzen und überlegen, okay, wie sieht das am besten aus? Aber als allererstes Anfrageformular ausfüllen. Link, vielleicht fügen wir den hier irgendwann mal ein, weil mir ist aufgefallen, immer wenn ich sage, klick hier oben, fügen wir den Link nie ein. Wir müssen Schilder hochhalten. Wie sehen abgeheilte Microrealism-Tattoos aus? Das ist auch wieder so ein Ding, was viele Leute denken. Genau so. Was viele Leute denken, dass so ein Microrealism am Ende nach 10 Jahren einfach komplett untergeht oder die Lines nicht mehr sichtbar sind. Das ist 5 Jahre alt und es sieht immer noch krass aus.
So, es muss nicht, es liegt eher an, die, an der Person. Ja. Guck mal, das haben wir auch vor 5 Jahren circa gemacht. Wenn nicht länger, das war sogar noch älter als... Ja. Und da hast du, wenn du hier näher rangehst, du hast ja diesen Double Exposure Effekt, dass die Gesichter noch übereinander gelegt sind und so, dieses Verschickte. Das ist crazy. Also wichtig ist, die Tattoos, also so wie man die Haut pflegen soll, so soll man auch die Tattoos im Nachhinein pflegen. Dann bleiben sie auch 20, 30 Jahre gut und fein. Auch zum Beispiel das unterm Ellenbogen. Unterm Ellenbogen ist so eine Haut, was halt extrem belastet wird durch Schreibtisch. Reibung entsteht viel und es ist trotzdem top drin, obwohl die Jahre alt sind. Guck mal, das war eins von Bens ersten Microrealism-Tattoos, als er von großen Realismus-Sachen auf kleine gegangen ist. Das war, ich weiß nicht, 2016 oder so. 15, 16 müsste es sein, ja. Guck mal, du siehst immer noch die Augen. Deswegen ist Kontrast auch so wichtig, dass du das dann über die Jahre halt immer noch siehst. Genau. Genau. Wie bist du dazu gekommen, Mikrorealism zu stechen? Also ich habe in der Zeit angefangen, wo halt so Mikrorealism noch nicht wirklich war. Da waren wirklich die großen Realismus-Sachen. Sorry. Geht's? Ja, okay. Ich habe alles damals gestochen, von Schriften bis... Digga, du hast oldschool gestochen. Bis Maori, ja, Mandala, alles. Das war eine andere Zeit damals noch. Da konnte ich dir halt nicht aussuchen, was du machen möchtest, weil Instagram noch nicht so verbreitet war. Ja, wir hatten mehr Laufkundschaft als wirklich Instagram-Leute oder Leute, die halt auf Facebook Social Media unsere Werbeplattform. Und MySpace. Und StudiVZ. Wirklich? Ja, und Digga, früher, ja klar. Hast du Leute angeschrieben, ey, ich habe ein Tattoo-Studio. Willst du mal vorbeikommen? Ey, den schlimmsten Fehler, den ich mal gemacht habe, war, ganz am Anfang habe ich Visitenkarten drucken lassen mit meiner Handynummer drauf. Boah. Die Leute haben mich um 12 Uhr nachts angerufen. Hast du die Handynummer immer noch? Nein. Ja, und dann gezeichnet habe ich aber immer Realismus. Also ich habe auch mich damals bei Silas, wo ich mein Portfolio gezeigt habe, waren ja auch die Realismus. Oh no. Oh no. Entschuldigung, ich bleib hier stehen und halte. Irgendwie will es nicht so. Willkommen beim professionellsten YouTube-Channel. Das wollen wir nochmal machen. Ja, du hast dich damals auch zur Ausbildung ja auch nur mit Realismus beworben und ich kenne ja noch deine alten Sachen, die du gezeichnet hast. Das war schon crazy damals. Und ich glaube 2016, 17 habe ich mich dann nicht dazu entschlossen, aber ich habe mich dann mehr auf Realismus konzentriert, also auf die kleine Realismus-Sachen. Du hast voll viele Blumen damals gemacht, so kleine, auf so kleine Röschen. Ja. Stimmt. Jetzt müssen wir rausstellen. Sonst kommen zu viele. Sonst kommen wieder Anfragen. Boah, wie die Zeit vergeht. Crazy shit. Ja. Schon fertig. Tschüss. Können wir es nicht mit dem Licht beenden? Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Mr. Ben Tats. Folgt ihm auf Instagram. Folgt Mami, I'm sorry, auf Instagram. Checkt gerne meinen aus, AJ Avenue. Leute, schreibt gerne in die Kommentare, welchen Style ihr noch erklärt haben wollt, worauf ihr noch Antworten haben wollt, welche Artist wir euch präsentieren sollen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao, habt einen schönen Tag. Bye, bye.